Ja, lass dich nicht hängen, aber herzlich willkommen hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Und wir sind aus dem Billigflieger ausgestiegen oder ausgesprungen und ja, hängen nun dafür am Baum. Ich muss mal meinen Lautsprecher ein bisschen leiser machen, sonst höre ich mein eigenes Wort nicht mehr. Okay, wie kommen wir hier am blödesten? Klassiker. Solange jetzt keine Vietcong kommen, fühle ich mich einigermaßen wohl. Boah! Okay, interessant. Okay, wir haben hier recht wenig Möglichkeiten, so wie es aussieht. Die sind alle noch, dann müssen wir wahrscheinlich benutzen wir doch die Schere am besten. Können wir die... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Na, okay, ich muss das mal... Das könnte gehen. Achtung! Autsch. Und Mist. So, und wo steckt jetzt dieser Jack Fritz? Ja, besser Jack Fritz als Pomfritz. Moment. So, und wo steckt jetzt dieser Jack Fritz? Ja, habe ich ja verstanden. Ich muss hier ganz kurz was gucken. So, und wo steckt jetzt dieser Jack Fritz? Ja, ich habe es ja verstanden. So, gucken wir uns jetzt erstmal. Noch ein Vertreter der mobilen öffentlichen Notdurftverrichtungsmöglichkeiten. Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Will ich ja wohl nicht hoffen. Da haben wir ein Haufen Stroh. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Manches in diesem Spiel ist strohdumm. Da nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. No. Eine Kiste. Ja, und was aus ist... Holz. Quadratisch. Praktisch. Aber auch gut. Ja, aber da scheint irgendwie nichts drin zu sein. Hier oben ist der Fallschirm. Und hier ist der... Laden von Jack Fritz. Ich bin gespannt, was wir dort in Erfahrung bringen. Ich bin nie gespannt. Ich bin gelangweilt. Ach komm, der scheint friedlich zu sein. Haben wir hier... Oh, könnte das der Jack-Shop von Jack Fritz sein? Meinst du, Schaf? Könnte es an dem Jack-Kopf über der Tür, dem hier doch sehr starken Jack-Geruch oder dem Jack-Shop-Schild liegen? Klopf, klopf, klopf. A, antworten, B, B, antworten, C, C, antworten. Hallo, lieber Spieler. C-Antworten gibt es nicht. Aber irgendein Spieleentwickler dachte wohl, dass es sich dabei um einen guten Scherz handelt. Ja, deswegen haben wir ihn gemacht. Genau! Der Jackshop ist zu wegen Ferien. Tschüss! Och, ich hätte auch gern Ferien. Ich glaube, dieser Mann hat etwas zu verbergen. Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Mist. Okay, also hier haben wir noch nichts. Was haben wir im Fenster? Ich kann nicht reinsehen. Ich bin zu klein. Meine Arme sind zu kurz. Ja, dann können wir doch sicherlich die Kiste... Dann schieben wir die Kiste mal ans Fenster. So, und... Da komme ich nicht rauf. Diesmal sind meine Beine zu kurz. Wow, was hast denn du für Probleme? Okay. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier ist noch ein Jack. Schade, dass es keine Statue ist. Dann wäre dieses alberne Spiel endlich vorbei. Wäre aber auch ein bisschen arg kurz, oder? So, hier haben wir... Ein Motorroller. Obwohl er klapprig ist, sieht er ziemlich stark frisiert aus. Cool. Und hier noch Chingis Khan. Nee, das ist meine. Hey, das ist meine. Hat einen ziemlich interessanten Dialekt, also hier. Ein Bewohner Langoliens. Er sieht irgendwie traurig aus. Dann reden wir doch mal mit ihm. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Okay, ein bisschen komisch gecastet, aber naja, ja. Okay, was haben wir denn noch? Können wir hier irgendwas benutzen? Haben wir hier irgendwas? Schaufel?
bringt uns sicherlich nichts. Aber wir haben hier einen Toiletten-Generalschlüssel. Kann der vielleicht... Hereinspaziert. Das Klo ist eröffnet. Ja, das ist ja perfekt, wenn man überall auf der Welt jetzt hier aufs Klo gehen kann. Und wir bekommen... Ein Pömpel. Richtig. Will ich das wirklich mitnehmen? Yep. Ja, offensichtlich. Hier oben noch etwas. Abführmittel. Nein, ich leide nicht an Verstopfung. Aber gut, nehmen wir es mal mit. Das können wir doch hier im Dings geben. Wie heißt es im Jack da hinten? Ob hier auch die Jacks ihre Notdurft verrichten? Keine Ahnung, aber ich denke, das war's jetzt hier. So, gut. Dann schauen wir mal. Nochmal hier, was ist... Hey, das ist meine. Ich kann gerade nicht mit euch reden. Müssen wir jetzt wieder mit... Ob es ihm besser geht, wenn ich neben ihm stehe und ihn begaffe wie einen gefangenen und ausgestellten Yeti? Haben wir noch irgendeine von den Emotionen, die wir hier machen können? Oder? Irgendwie niedlich und geruchsintensiv. Okay. Ja, habe ich ja verstanden. Ein Bewohner Langoli, er sieht irgendwie traurig. Ein Jack. Dann wäre dieses... Na, okay, hier haben wir überhaupt nichts. Sheep Major! Ja, okay. Es ist Dr. Bam. Ja, okay. Yippie! Scheibe einschlagen! Klirr, klirr! Vielleicht sollten wir doch etwas leiser sein. Wenn wir ein geeignetes Schneidwerkzeug härter als Glas finden würden, vielleicht eine kohlenstoffbasierte Schnitteinheit, nur so eine Theorie. Okay, also. Ich kann immer noch nicht reinsehen. Ja. Und auf die Kiste. Ja, habe ich ja verstanden. Das Abführmittel. Irgendwas muss es mit dem Aufsicht haben. Können wir die... Hallo? Ja, okay, können wir nicht. Können wir... Das funktioniert so. Okay, Das hast du nicht... Entschuldigung? Hallo? Kiste Stroh geht auch nicht. So, können wir dem Jack vielleicht etwas Stroh anbieten? Hallo? Guck mal, lecker Stroh. Na? Mein Jack hat meinen Verlobungsring gefressen. Oh. Sagen Sie, trauriger Langole, dieser Ring war zufällig. Kohle, Knete, Kartoffeln? Hä? Na gut, kohlenstoffbasiert hat er ja vorher... Aus zusammengepresster Kohle? Oje, jetzt rede ich auch schon genauso wie der Busch. Ich meine natürlich, ein Diamantring? Genau, es war ein Diamantring. Auch wenn es ein ekliger Gedanke ist. Wenn wir den Ring aus deinem Jack wieder rauskriegen, dürfen wir uns den Ring mal ausleihen? Ich wüsste zwar nicht wie, aber na klar. Ja, dann nehmen wir doch das Abführmittel. Und das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay, dann... Das hast du nicht gerade... Ja, ich hab's ja verstanden. Wir schnappen uns nochmal ein bisschen Stroh. Das Jack hat ja gerade eben schon... Manches Stroh. In diesem Spiel ist Stroh dumm. Dann nehme ich mir ein bisschen Stroh drum. Okay, haben wir. Und jetzt benutzen wir das Abführmittel. Ui, das ist eine gute Idee, Bernd. Damit können wir die Außerirdischen anlocken. Busch? Ja, Bernd? Das war nicht mein Plan. Ach so. Und können jetzt hier das abführende Stroh mit dem Jack verwenden. Ich könnte mir nichts Ekligeres vorstellen. Ach doch. Okay, Ein Kuhfladen. Jetzt greif rein. Eher ein Jackfladen. Trotzdem fasse ich den nicht mit bloßen Händen an. I,
geht. Haben wir noch den Stock? Wir haben eine Schaufel? Hallo? Entschuldigung. Spieler? Ja, ich möchte ja den... Irks. Das ist schon ein bisschen, sagen wir, erniedrigend. Na, immerhin habe ich jetzt den Ring. Okay, Gut, dann schauen wir mal. Jetzt, wir müssen ja irgendwie noch auf die Kiste kommen, aber wir können den Diamant... Meine Arme sind zu kurz. Meine Arme sind zu kurz, um mit dem Ring ans Fenster zu kommen. Darf ich? Also gut. Dum, 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 dum. Ja, komm schon, Cheap Majors hier. Was ist jetzt hier mit Diamantring auf Fenster? Chili, wenn du das machst, fällt der amorphe Feststoff heraus und zersplittert auf dem Boden. Das erzeugt für Menschen hörbare Wellen und Jack Fritz ist alarmiert. Ah, okay, dann müssen wir hier einen auf Mission Impossible machen. Das ist eine gute Idee, Chili. Woher weiß das Schaf so etwas? Übung, Berndi, Übung. Genau, und jetzt zeichnen wir einen Kreis. So, und jetzt schneide ich ein bärenförmiges Stück heraus. Ui, schön! Damit nachher niemand... Fertig! Wie soll ich jetzt da durchkommen? Fliegen? Ja, wenn wir... Okay, was können wir denn machen? Ich glaube, du brauchst einen Trittkraftverstärker. Etwas, das deine Energieabgabefläche vergrößert. Einen Trittflächen... Die... Yippie! Ich lebe jetzt auf sehr großem Fuß. Das ist ein sehr schlechter Wortwitz, Schaf. Aber passend, Bernd. Es ist die 89. Spielminute. Es steht noch 0 zu 0. Begeisterung, Begeisterung, irgendwelche Fußballparolen. Ich kann's nicht. Ich hatte immer eine Abneigung gegen Ballsportarten. Busch gegen Sport allgemein. Chili Power! Danke, Schaf. Gar nicht für. Siehst du schon die Statue? Und lass dich ja nicht erwischen. Das sieht doch aus wie eine Jagdstatue. Okay, also ich denke, wir haben was gefunden, aber wir sind jetzt hier im Shop drin. Und ich denke, ja, das schauen wir uns dann morgen hier an. Und ja, also ich glaube, da wird niemand merken, dass hier Bernd eingebrochen ist. Und unser Cape sieht auch schon ein bisschen zerstört aus, oder? Ja, aber ich danke dir vielmals, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Bernd das Brot und die absolut Unmöglichen. Bis dann, ciao!